Taki-Bank. Ich sehe wirklich gar nicht mehr durch. Oh, 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 Alphastein kommt, Alphastein kommt. Oh mein Gott, Leute, es funktioniert. Wir produzieren unsere eigenen Takis. Hey, Leute, Crymax hier. Was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft, Leute. Was geht ab? Wir sind heute mal wieder in der YouTuber-Stadt unterwegs, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze wie immer feiert, Freunde und toll. Hä? Was ist das denn? Gerichtsvollzieher? Hä, was macht der da bei meinem Auto, Leute? Was denn jetzt hier schon wieder los? Hallo, was machst du hier bei meinem Bentley? Ah, hallo, Mr. Crymax. Gut, dass ich dich treffe. Was faset der da? Hallo, Finger weg von meinem Auto! Wir haben eine große offene Betrag. Sie haben Ihre Rechnung für Ihren Strom und alles. Meine Rechnung habe ich nicht bezahlt? Klar, ich zahle immer meine Rechnungen. Ich habe doch hier alles automatisch und so. Ja, aber mittlerweile musst du Rechnung in Duckies bezahlen. Sie haben ganz normale Geld überwiesen. Niemand nimmt mehr Geld, Mr. Crymax. Warte mal, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Wie muss ich die Rechnung überweisen? In Duckies, hier. In Duckies Fuego. In Duckies? Oder Duckies Cheese. Hä? Leute, muss man jetzt hier mittlerweile Sachen in Takis bezahlen? Also ich kann dir Geld geben. Das ist wertvoll, das kann ich vielleicht dir mit Nase abzuputschen. Was? Danke. Ey, das vollgerotzte Geld kannst du behalten, Junge. Warte mal, was ist... Aber, Ich bin dein Auto mit. Nein, nicht mein Auto, nicht mein Bentley. Okay, ich glaube, die Rechnungen sind damit beglichen erstmal. Nein, lass meinen Urus bitte in Ruhe. Dann kann ich auch nur die Reife mitnehmen, wenn Nein, ey! Und die zweite Reife. Ich kann damit doch jetzt nicht mehr fahren. Das ist mir doch egal. Bring uns bis zu Duckies oder gar nicht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Hä? Leute, seit wann ist das denn passiert? Die nehmen jetzt hier alle kein Geld mehr an, die Villager, sondern man muss jetzt in Duckies bezahlen. Freunde, ich sehe gar nicht mehr durch. Ey, Mann. Ein Auto wurde gepfändet, Leute. Und der Urus, da haben die hier schon die Felgen mitgenommen. Da kann ich nicht mehr mitfahren. Hä? Leute, was macht Alphastein denn da drüben? Ey, Freunde, warte mal, ich geh mal zu dem. Hä, der hat voll die krassen Autos hier. Der hat zwei Porsche, Taki Porsche. Leute, was macht Alphastein denn da? Ich hab den meisten Tag gesagt, ich hab den YouTuber-Stadt. Alter. Okay, yo, Alphastein, hä, bei dir scheint's ja richtig zu laufen. Du hast ja zwei Taki Porsche. Hast einen Diamant-Skin, eine frische Sonnenbrille und wirfst sie mit Takis durch die Gegend. Ich hab alle Takis gekauft, die ich kaufen konnte, Max. Ich hab die ganze Stadt leer gekauft, Max. Ey, das ist ja voll krass. Ey, aber warte mal. Ey, boah, der hat echt einen krassen Sound, Leute. Ey, aber Alphastein, wo kriegt man denn diese Takis her? Ich hab nur normales Geld und das ist irgendwie nichts mehr wert. Du kriegst sie gar nicht mehr hier. Ich kann dir von ihm eine Packung schenken, aber... Oha. Neue aber kriegst du, glaube ich, erstmal nicht. Die sind komplett ausverkauft, Mann. Was? Man kriegt die gar nicht mehr? Ja, die sind alle weg. Die gehören alle mir, alle in meinen Besitz. Ich bin der Besitzer jetzt von Taki. Alphastein ist der Taki-Besitzer? Ich glaube, der redet hier ein bisschen Unfug, Leute. Au! Ey! Pass mal auf, wie du fährst! Ey, Leute, ey, der dreht so durch. Aber Freunde, wisst ihr, was ich jetzt gerade denke? Irgendwie, ich habe das Gefühl, ey, ich kann ja nicht mal mit meinem Urus fahren. Ich muss jetzt laufen, Leute. Oh Mann, ey. Ich habe das Gefühl, irgendwas hier in der Stadt... Alter, ey, der dreht wirklich völlig durch, Leute. Ich habe das Gefühl, irgendwas in der Stadt hier funktioniert oder läuft nicht richtig, weil, Leute, irgendwie jeder erzählt mir hier, dass Takis die neue Bezahlmethode wären, dass Takis jetzt hier das neue Geld ist. Aber, Freunde, ich bin doch der Besitzer der Bank, ja? Mir gehört doch die iCrymax Bank und ich regel das doch immer, was hier bezahlt wird und womit bezahlt wird, ja? Wir gehen jetzt einfach mal zu unserer Bank rüber und dann werden wir schon sehen, Leute, was hier die richtige Währung ist, ja? Weil wir haben ja unsere... Hä? Warte mal, was? Was ist das da, Leute? Was denn hier passiert? Hä? Leute, das ist doch mein Bankgebäude. Was ist denn damit passiert jetzt hier? Taki Bank? Ey, Freunde, ich sehe gar nicht mehr durch. Ich sehe wirklich gar nicht mehr durch. Wir sind doch hier der Bankbesitzer. Warum ist das auf einmal jetzt einfach hier die Taki Bank geworden? Ey, ich check's nicht, Leute. Ich verstehe es gar nicht mehr. Warte mal, wir gehen da jetzt mal rein. Ich bin doch hier der Chef, Leute. Das macht doch gar keinen Sinn jetzt hier. Ich muss hier mal mit irgendjemandem reden. Hallo, ich will hier mit dem Besitzer, mit dem Chef. Wobei, ich bin doch eigentlich der Chef. Hallo. Ich will hier mit dem Verantwortlichen reden. Oh, hier ist Security. Hallo, ich würde hier ganz gerne mal wissen, was los ist. Das ist doch meine Bank hier. Nein, die Bank gehört Ihnen nicht mehr. Das ist jetzt die Taki-Bank. Hey, warte mal, du bist doch mein Security. Du hast doch bis gestern noch für mich gearbeitet.
Ja, aber du hast mich nicht gut bezahlt. Jetzt werde ich den Takis bezahlt. Den Takis bezahlt? Also, Freunde, ich verstehe hier gar nichts mehr. Ja, wie? Aber ihr könnt mir doch nicht einfach hier die Bank wegnehmen. Natürlich, wenn du die Miete nicht bezahlst, dann fliegst du raus. Und mein Gehalt hast du auch nicht bezahlt. Ey, nein. Leute, weil ich nicht alles in Takis bezahlt habe und meine Mitarbeiter in Takis bezahlt habe, haben die alle bei mir gekündigt und mir wurde alles weggenommen. Ey, was soll das denn jetzt hier? Ey, Freunde, das kann nicht sein. Wir gucken mal kurz auf unser Konto. Da ist auch nichts drauf. Also wirklich, Geld ist wertlos, Freunde. Das macht gar keinen Sinn hier für mich. Ja, dann würde ich aber ganz gern hier ein Konto anlegen, ja? Das können Sie gerne machen. Die Gebühr sind 10 Takis pro Tag. 10 Takis pro Tag? Leute, ich habe nicht mal die Gebühren dafür. Kann ich nicht wenigstens mein ganzes anderes Geld in Takis umtauschen? Wie viel haben Sie denn? Ja, normales Geld habe ich echt viel Netherite und so in meinem Tresor. Ist alles wertlos mittlerweile. Ist alles wertlos? Ey, Freunde. Ich hab wohl falsch investiert. Ey, Mann, was soll das denn jetzt? Ey, das kann doch nicht sein. Sie müssen mir doch irgendwie hier helfen können. Ja, wenn Sie keine Takis haben, dann scheren Sie sich jetzt bitte raus. Schmalspur wie Sie brauchen wir drin nicht. Wir brauchen nur reiche Leute. Hä? Ja. Ohne Takis fliegen Sie raus. Können Sie wieder ein bisschen Geld haben. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Ey, Leute, wir waren doch immer mit der reichste Spieler hier auf dem Server mit unserer Bank. Und das ist jetzt alles wertlos. Unser Tresor war komplett voll mit Geld und das bringt uns einfach gar nichts, weil nur noch mit Takis bezahlt werden kann und wir kommen doch hier gar nicht an Geld. Freunde, ich verstehe es nicht. Ich verstehe hier wirklich gar nicht mehr, was abgeht. Aber wisst ihr was, Freunde? Ich werde jetzt einfach mal zu meinem guten alten Kumpel Stani gehen, ja? Zu Stani Performance. Der hat doch hier sein Autohaus. Der wird uns vielleicht weiterhelfen können. Ich meine, der hat ja Geld und vielleicht kann der uns mehr dazu sagen, ob wir da irgendwie vielleicht bei dem noch irgendwie ein bisschen Geld zu Takis umtauschen können oder so, Freunde. So, wir gehen da jetzt mal rein. Zack. Hallo, ey, Ente, was geht? Ey, Bugs, was geht? Ente, wo ist ein Stani? Ich muss mit ihm reden, ist ein Notfall. Oh, bist das Stani? Der ist gerade den Takis besorgen. Takis besorgen? Aber Ente, du musst mir mal helfen. Du, irgendwie, auf einmal wird jetzt hier alles mit Takis bezahlt. Ich hab keine. Ich hab nur normales Geld. Oh, das ist gar nicht gut, Max. Wir sind auch ja fast pleite gegangen. Aber wir haben den Wechsel noch vollzogen, bevor es zu Alter, Ende war. Nein. Ach, da war, es gab so eine Wechselzeit. Genau, die hast du verpennt, leider. Oh, die habe ich voll verschlafen, ey. Das gibt's ja nicht. Oh, Mann, ey. Aber, ja, und wie macht ihr das jetzt hier? Also werdet ihr jetzt auch in Takis bezahlt? Kann man bei euch jetzt nur noch Autos mit Takis kaufen, oder was? Also, man kann nur noch Autos mit Takis kaufen, ganz genau. Oh, Mann, ey. Ey, Leute, da habt ihr echt nochmal Glück gehabt, dass ihr das noch geschafft habt, weil ich bin pleite. Ich muss wahrscheinlich sogar bald mein Haus abgeben. Oh nein, aber du siehst doch hier normale Autos, die will auch niemand mehr haben. Komm mal mit hoch in die VIP-Sektion. Nein, nein, nein. Willst du mir jetzt sagen, meine Autos sind auch wertlos, Ente? Ja, die Leute wollen auch Taki-Autos. Oh nein, für die Taki-Porsche oder die Taki-G-Klasse. Oh mein Gott, Leute, was? Also die Autos sehen ja wirklich krass aus. Taki-G-Klasse, Taki-Porsche und Taki-BMW M4. Oh mein Gott, wie und was kostet denn sowas, Ente? Boah, die sind so teuer geworden. 1000 Taki-Tüten pro Auto. Was? 1000 Taki-Tüten kostet das? Oh, ja, okay. Ich kann mir auch so ein Auto nicht mehr leisten. Oh mein Gott, okay, Ente. Ja, das war's. Ich bin absolut arm. Ich bin eine Schmalspur geworden. Ich kann mir hier gar nichts leisten. Ich verlasse das Autohaus. Tschüss, Ente. Tschüss, Max. Einen schönen Tag noch. Oh, warte, Leute. Mir fällt gerade eine Idee ein. Vielleicht haben die einen Job für mich. Ente, du, braucht ihr vielleicht noch irgendwie eine Aushilfskraft oder sowas? Irgendwas, wo ich mir was verdienen kann? Ja, bestimmt, Mr. Stein. Ist ja gerade nicht hier. Ich bräuchte schon Hilfe im Autohaus. Ah, oha, was bezahlt ihr? 10 Takis pro Tag? 10 Takis pro Tag? Da müsste ich ja 100 Tage arbeiten, um mir so ein Auto leisten zu können. Oh ja, mein das Gott. Leben ist hart hier, seitdem die Takis an der Macht sind. Oh mein Gott, aber wenigstens könnte ich dann vielleicht meine Rechnungen begleichen, Leute. Na gut, dann sag mir mal, was du für eine Aufgabe für mich hast, Ente. Okay, Max, also, ja? Wir haben hier unten die wertvollen Autos, die leider niemand mehr kaufen möchte. Die müssen auf den Müll gebracht was? Werden. Was? Normale Autos, die keine Taki-Autos sind, werft ihr sogar auf den Müllhaufen? Ja, die sind wertlos. Die darf man nicht mal mehr zulassen in der Stadt. Was? Ey, Leute, das heißt, mein Urus ist ja auch wertlos geworden. Wir haben nicht mal mehr ein Auto, Freunde. Ja, gut, okay, Ente. Ich werde dir helfen, die zu entsorgen, okay? Die werden alle verschrottet. Oh Gott, okay. Ich fahre die mal weg, ja? Dann, ich komme gleich wieder. Okay. Leute, wisst ihr was? Ich werde einfach Trick 17 machen. Wir brettern das Ding jetzt einfach hier ins Wasser. Woo! Tschüss, Aston Martin.
Okay, aber ey Leute, wir haben echt ein Problem. Unser ganzes Geld ist nichts mehr wert. Wir können unsere Rechnungen nicht begleichen. Und unser Auto ist auch nichts mehr wert. Und das hat nicht mal mehr eine Zulassung. Das heißt, wenn wir damit fahren würden, würden wir wahrscheinlich sogar noch in eine Polizeikontrolle bekommen und unseren Führerschein verlieren. Also wirklich irgendwie dieses Takis-Ding, das hat hier die ganze Stadt übernommen. So ganz verstehen tue ich es irgendwie nicht, aber... Freunde, wir haben wohl keine andere Wahl, als da mitzumachen. So, wir haben jetzt die Autos entsorgt. Ich hoffe, ich bekomme jetzt hier mein erstes Gehalt. Okay, Ente, ich habe die Autos entsorgt. Okay, perfekt. Als nächstes fahren wir die neuen Taki-Autos in den Showroom runter. Okay, alles klar. Also mein erster Arbeitstag ist hier wohl noch nicht vorbei. Gut, wir fahren dann mal die Autos in den Showroom runter. Leute, denkt ihr gerade das Gleiche, was ich denke? Sollen wir einfach versuchen, Ente zu überfallen und ihm einfach die Autos zu klauen? Aber nein, Leute, das können wir nicht machen. Da steckt der Stani, unser Kumpel, hier dahinter, das ist ja sein Auto. Das können wir Stani auf jeden Fall nicht antun, Freunde. So, zack, dann fahren wir mal schön die Autos in den Showroom hier runter. Also, es geht jetzt hier wohl nur noch um Taki, ist alles. Okay, Ente, ich hole noch das andere Auto. Leute, wir geben uns perfekt, natürlich hier Mühe. Danke. So, wir geben uns hier natürlich Mühe bei unserem Job. Schöne Autos hier. Hä? Ist das Alpha-Stein, den ich hier reden will? Oh, Alpha, willkommen im Autohaus. So. Willkommen. Ah, den Porsche, den halte ich schon zweimal. Zack, einmal die G-Klasse hier runter. Oh Gott, wie bin ich denn hier gefahren, Leute? Das ist mit dem M4, Alpha. Der ist cool. Takis Blue Heat. Yo, Alpha, was geht? Hey. An Taki Blue Heat bin ich nicht so ein großer Fan. Sag Alter, der ehrlich, sagt uns nicht mal Hallo. Hä? Der ignoriert uns voll. Yo, Max, es geht, Bro. Ich muss dir die Autos anschauen. Ja. Ich habe noch keine G-Klasse. Die sieht ja richtig cool aus. Ja, die Takis G-Klasse. Die Takis G-Klasse, genau. Also, Alpha Stein, wir sind hier bei einem Preis von 1000 Takis für die G-Klasse. Ich schätze dich ein, Mann. Was muss ich bezahlen, Ente? 1000 Takis, bitte. Leute, der redet Leute, nicht mal mit uns. Hä? Der ist voll abgehoben. Ich bin noch mit dabei. Boah, ey, der hat echt viel Geld, ey. Ah, meine Ohren tun weh. Hat der so eine laute Stimme, der Typ. Kannst du mal wegschicken, Ente? Ich will Max, nicht Max, wohl. Max, das ist ein wichtiger Verkauf, bitte. Du musst kurz jetzt still sein, bitte. Ja, okay, ich bin ja still. Okay, Alpha, bitte glaub mir den Rest. Der ist voll abgehoben, Freund. Der will nicht mal, dass wir reden hier neben ihm. Was soll das denn? So, hier nochmal für dich, Ente. Hier, zack, zack, zack. Vielen Dank für Ihren Einkauf, Herr Alpha Stein. Ey, der hat zu viel Geld, ey. Danke, Ente, für den Verkauf. Bitte dir, danke dir, Alpha. Ey, Leute, ich teste jetzt noch mal, ob der wirklich uns irgendwie ignoriert die ganze Zeit. Yo, Alpha Stein, dann allzeit gute Fahrt. Viel Spaß mit dem neuen Auto. Ich hab gehört, dein Praktikant will meine Schuhe putzen. Praktikant? Okay, putz meine Schuhe bitte, Der Max, will, dass ich bitte seine Schuhe putzen? Ente, ist das dein Ernst? Muss ich jetzt seine Schuhe putzen? Das ist Service, es tut uns leid. Der ist der beste Kunde hier im Auto. Ich will nicht mit dreckigen Schuhen in mein neues Auto einsteigen. Ey, was? Ey, Leute, nur weil er vielleicht hier ein bisschen mehr Takis hat und ein bisschen mehr Geld hat. Ey, ich werde das jetzt dir zuliebe machen. Ey, Mann. Ja, warte, ich geb dir Seifenwasser, Max. Ja, danke. Ey, Leute, jetzt müssen wir... So, einmal bitte schön reinigen. Stimmt ja, die Ecke. Ey, Leute, jetzt müssen wir ja auch noch seine Schuhe putzen. Ey, ich dreh hier durch, Freunde. So, ja, okay. Aua, so. Jetzt will ich da, Leute, mach mal. Wir haben ihn aus Versehen gezwickt, Leute. Ja, ich war aus Versehen ein bisschen grob, aber alles wir gut, die Schuhe sind sauber. Die Schuhe sind jetzt sauber. Es tut uns leid, bist du Alpha Stein. Es tut uns wirklich sehr das hat leid. Davon, weil er so frech zu uns war. Ich würde eine Beschwerde wegen dem Typen da einreichen, ganz ehrlich. Oh. Ey, ja, ich dann gute Fahrt, Alpha Stein. Wäre ja schade, wenn was Neues, was passiert los, mit ihrer neuen G-Klasse. Geringverdiener nennt er mich. So, tschüss, danke fürs Auto. Ey, Ente, was soll das denn? Tut mir leid, Max, aber er ist der beste Kunde hier. Wir müssen es leider hinnehmen. Alter, ey, also, Ente, es tut mir leid. Danke für das Angebot heute, dass ich hier arbeiten durfte. Aber so lasse ich nicht mit mir umgehen. Für kein Geld der Welt. Oh, Mann, ey. Ich verstehe dich, Max, aber ich muss ja weiterackern. Alles gut, ich verstehe das schon. Kriege ich trotzdem noch meine Bezahlung von 10 Takis? Ja, klar, 10. Welche Sorte magst du? Blue Heat. Takis Blue Heat. Dankeschön. Ey, Leute, wenigstens haben wir jetzt mal ein bisschen Geld hier verdient, Freunde. Auch wenn es nicht viel ist, aber Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Oh, okay, Leute. Das war echt ein harter Arbeitstag. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause, Leute. Oh, ey, Leute, guckt euch unseren Nachbar da an, Alpha Stein. Bei dem läuft's richtig gut. Ich weiß auch gar nicht, woher der das ganze Geld hat. Der hat wahrscheinlich schon frühzeitig investiert, ey. So, wir gehen jetzt erstmal nach... Hä? Was macht der denn schon wieder hier? Das ist doch der Gerichtsvollzieher. Oh, ich habe gehört, Sie haben neues Geld verdient.
Leute, woher weiß der, dass ich jetzt Geld verdient habe? Nee, nee, ich habe kein Geld. Ich habe gar nichts. Sicher, wenn Sie kein Geld, soll ich Ihnen noch eine Urus-Felge abnehmen? Ja, ich kann doch eh nicht damit fahren. Dann klau mir halt noch eine, ist mir egal. Dann nehme ich noch eine Felge. Und mach doch, was du willst. Haben, was Sie denn das haben, kriege ich auch noch. Das, hä? Das habe ich doch gerade heute alles verdient, mein Geld. Wir können noch Ihre Fernseher aus der Villa rausnehmen. Nein, nichts aus meinem Haus klauen. Ja, gut, so. Okay, hier, das danke, ist alles, danke, was ich heute verdient habe. Sehr gut, wir kommen morgen wieder für die nächste Rechnung. Was? Leute, jeden Tag? Dann würde ich ja nur arbeiten, um meine Rechnungen zahlen zu können. Ey, Freunde, wir müssen das ändern. Das geht so nicht mehr. Wir sind hier wirklich arm. Wir werden so unser Haus nicht halten können. Ich kann meine Securities, meine Mitarbeiter nicht halten. Ich habe nicht mal mehr ein Auto. Freunde, mir reicht's jetzt hier. Und Alphastein hat mehr, als wir das haben. So geht das nicht, Freunde. Ich muss jetzt hier mir irgendwas überlegen, um hier an Geld zu kommen. Und ganz ehrlich, Freunde, ich werde mir jetzt illegal das Geld beschaffen. Ist zwar nicht korrekt, der Weg, aber unsere Bank wurde uns genommen, Freunde. Wir werden uns jetzt illegal unser Geld holen. Und ich habe mir auch schon was überlegt, wie wir das machen werden. Und zwar, ich werde meine eigene illegale Taki-Fabrik bauen. So, mit meinem letzten Geld, was ich habe, werde ich mir jetzt hier nämlich was suchen, wo wir das Ganze machen können. Eine richtig krasse illegale Taki-Fabrik werden wir bauen, Leute. Und zwar, passt mal auf, ich weiß nämlich genau, wie wir das machen. Und zwar, ich weiß ja, dass Alphastein hier in seinem Waschsalon hatte ja seine Gelddruckmaschine. Die werde ich jetzt auseinanderbauen und aus den Teilen von seiner Gelddruckmaschine werde ich mir jetzt eine Taki-Maschine bauen. So ein Ding wird das jetzt. Dann werde ich Takis produzieren und werd super reich werden. Guckt euch das an. Hier die Gelddruckmaschine von Alphastein. Die kennen wir alle. So, wir bauen das Ding jetzt hier mal schön auseinander, Freunde. So. Das kennen wir alle hier, die Gelddruckmaschine. Ich werde das jetzt hier mal auseinanderbauen, Leute. Zack, hier die ganzen Maschinen abbauen. Und dann werden wir uns jetzt nämlich einfach unsere eigene Taki-Maschine bauen, Leute. Let's go. Boah, Leute, guckt euch das mal an. Wir haben die halbe Maschine hier schon. Oh, Alphastein kommt. Alphastein kommt. Was? Du bist mein Gelddrucker! Ey, lass mich in Ruhe! Lass mich vorbei! Okay, Leute, wir müssen hier abhauen! Wir haben den halben Gelddrucker auseinandergebaut! Oh, weg! Oh! Raus hier! Wo ist der, Leute? Alter, das war eine Maschine kaputt gemacht! Oh, sehr gut! Und jetzt klaue ich mir noch seine Taki-G-Klasse! Tschüss! So, wow! Und jetzt erstmal abhauen! Jetzt erstmal abhauen, Leute. Verfolgt er mich? Oh. Stehen bleiben! Oh, Leute, warte mal. Wir müssen ihn erstmal loswerden. Nicht, dass der mich jetzt hier verfolgt, Freunde. Weil wir müssen an einem geheimen Ort unsere Taki-Maschine bauen. Und... Nee, ich mach dich kaputt! Oh mein Gott. Der verfolgt uns, Freunde. Wow! Ich bin fest! Leute, guck mal, der Bummi ist in seine eigene Schule reingefahren. Leute, der Bummi hat es erstmal selbst erledigt. So, okay, den sind wir erstmal los, Freunde. Aber gut, jetzt brauchen wir natürlich noch eine gute Produktionsstätte für unsere Taki-Maschine. Und da habe ich mir natürlich auch schon was Gutes überlegt. Und zwar ist doch hier diese verlassene Halle, Freunde, dieser verlassene Hangar hier in der Stadt. Ich glaube, der eignet sich sehr, sehr gut. Wir fetzen hier mal kurz rüber übers Wasser. Das ist eine G-Klasse, die wird das ja aushalten. So, zack. Ich glaube, das eignet sich hier sehr, sehr gut für unsere illegale Taki-Fabrik, ja. Das darf natürlich nicht rauskommen, weil Takis sind ja irgendwie hier auch voll vom Staat geregelt und sowas. Und da haben ja ihre eigene Taki-Bank. Wenn das rauskommt, dann kriegen wir echt richtige Probleme. Wir müssen dann vielleicht ins Taki-Gefängnis rein. Aber wir hoffen jetzt erstmal, dass das nicht rauskommt. Und ich werde jetzt hier mal die Maschine aufbauen, Leute. Let's go. Okay, Leute, ich habe die Taki-Maschine jetzt aufgebaut und ich hoffe, sie wird funktionieren. Seid ihr bereit, Freunde? Ich werde euch den Taki-Automat zeigen. 3, 2, 1, let's go! Das hier ist meine Taki-Produktionsmaschine, Leute. Ich hoffe, die wird genauso gut funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Ich habe das jetzt hier mal so 1:1 wieder aufgebaut, aus den Teilen, die wir uns bei Alphastein gerade geklaut haben, Leute. Also so sieht das Ding hier schon mal aus, ja. Ihr seht, hier sind die ganzen Geräte angeschlossen. Die Maschine kann einmal normale Takis machen und Takis Blue Heat, ja. Dann aus diesen Fässern kommt dann nämlich das Mais und Chili und Gewürz und keine Ahnung was, um die Chips zu machen. Und wir müssen dann einfach nur entscheiden, ob wir normale oder Blue Heat machen wollen, indem wir die richtige Flüssigkeit da noch einfüllen müssen. Ey, Freunde, wenn wir jetzt unsere eigene Takis-Maschine haben, wisst ihr, wie viel Geld wir dann machen werden, beziehungsweise was wir uns dann alles kaufen können? Oh, 3 Droppen! Bam! Oh mein Gott! Okay, die Flüssigkeit wurde hier schon mal übernommen. Jetzt müssen wir hier noch kurz an den Computern alles einstellen. So, zack, zack, zack. Und den Hebel anmachen. Und ob das Ganze funktioniert, werden wir dann jetzt sehen in 3, 2, 1 und let's... Oh mein Gott!
Oh mein Gott, Leute, let's go. Wir haben unsere eigene Taki-Maschine gebaut. Ey, wisst ihr, Leute, was wir uns damit jetzt gleich alles kaufen können? Ich werde hier einfach direkt wieder der reichste Spieler. Wuhuhu. Ey, ich glaube, ich werde jetzt hier mal ganz kurz warten und sparen, Freunde. So, kommt alles schön zu Papa. Und dann gehen wir uns jetzt gleich erstmal richtig schön Autos kaufen und werden dann mal gleich Alphastein zeigen, wer hier wirklich der reichste Spieler ist. Und unsere Bank werden wir uns dann auch mal zurückholen, Leute. Let's go. Oh mein Gott, Leute. Schaut euch das hier mal an, wie viele Takis wir jetzt hier am Start haben. Ey, ich glaube, wir sind hier der erste Taki-Millionär, Freunde. Wir machen jetzt erstmal die Maschine wieder aus, weil mein Inventar ist sowieso komplett voll. So, und das muss ja hier nicht unnötig produzieren. Also wirklich, mein Inventar ist komplett voll, ja. Und ich würde sagen, Leute, wir werden uns jetzt erstmal ein richtig schönes eigenes Auto kaufen. Dann können wir uns vielleicht unsere Bank auch wieder zurückkaufen. Und wir sollten dann vielleicht auch mal nochmal bei Alphastein vorbeifahren und ihm einmal sagen, dass wir jetzt reicher sind als er, ja? Weil der hat sich ja voll krass gefühlt, war voll abgehoben zu uns, hat uns ignoriert. Ja, dann schenken wir ihm auch gerne seine G-Klasse zurück, die wir ihm geklaut haben. Brauchen wir ja dann sowieso nicht mehr. So, einmal hier aussteigen. Wir werden uns jetzt erstmal ein Auto kaufen. Yo, Ente, was geht? Hey, Max, was geht? Magst du wieder einen Job haben? Leute, er denkt, dass wir hier wieder arbeiten wollen. Nee, du Ente, ich brauche keinen Job hier. Ich will ein Auto kaufen. Hä? Du ein Auto kaufen? Vorhin warst du doch noch mega arm. Ja, Ente, die Zeiten haben sich geändert. Ich bin jetzt Taki-Millionär geworden. Hä? Oha, was? Let's go. Weißt du was? Kannst du als Trinkgeld behalten. Was kostet der Taki-Porsche hier? Ja, ey, Bugs, mein bester Freund. Der Taki-Porsche, ein tolles Auto. Steig mal ein, setz dich rein, fühl dich wohl. Mhm. Leute. Alcantara, Lenkrad. Okay. Ja, gefällt mir. Ich will ihn kaufen. Was willst du? Was kostet das? 1000 Tüten Takis. 1000 Tüten. Easy, Freunde. Kriegen wir hin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, Rest kannst du Trinkgeld behalten. Alles gut, Ente. Viel Spaß mit deinem Taki-Porsche. Dankeschön. Ja. Oh mein Gott, Leute. Der Taki-Porsche, der ist ja wirklich super krank hier, Freunde. So, tut mir leid, dass ich die Wand hier kaputt gemacht habe. Nicht schlimm, nicht schlimm. Aber ich bin ja sowieso ein guter Kunde. Oh, au. Ah, Leute, was war das denn für eine Explosion? Ist dein Crybex alles gut bei Ihnen? Oh Gott. Leute, ich habe direkt den Porsche zerstört. Ich Bummi. Tut mir leid, dass ich hier so einen Unfall direkt gebaut habe. Ich würde gerne noch einen Porsche kaufen. Ja, ja, den kriegen Sie. Überweisen Sie einfach die Takis auf unser Geschäftskonto. Oh, okay, kein Problem, werde ich Ihnen überweisen. Oh, Leute, der gibt uns hier direkt einen neuen, weil wir so ein guter Kunde sind. Vertraut der uns jetzt hier auch direkt. Tschüss, Ente. Tschüss. So, Leute, jetzt würde ich sagen, holen wir uns erstmal nochmal unsere Bank zurück, ja. Die Bank ist ja die Takis Bank, die kann auch ruhig Taki Bank bleiben, aber das soll meine Taki Bank sein. So, da gehen wir einmal ganz kurz einmal rein. So, wer ist denn hier der Chef? Ich würde gerne einmal mit dem Chef sprechen, ja. So, Leute, wir warten mal, oder wir gehen mal direkt hoch ins Büro, so, das sind ja alles nur NPCs. Wir gehen mal direkt hoch in die Chefetage. So, wo ist denn hier der Chef? Okay, wir gehen einmal ins Chefbüro rein. Ja, hallo Chef hier. Hallo, wer hat dich hier reingelassen? Meine Sekretärin hat dich, glaube ich, nicht hier reingelassen. Ja, das ist, sagen wir mal, meine Sekretärin bald, weil ich will ihre Bank kaufen. Ich will die Taki-Bank kaufen. Du willst Leute, die Bank kaufen? Ja, sag mir einen Preis, was kostet die Taki-Bank? 10.000. Takis. 10.000 Takis? Ja, so viel gibt's ja nicht mal in der Stadt, hä? So viel kannst du gar nicht mal aufbringen, selbst wenn du alle hättest. Ja, wissen Sie mal was? Alles gut, warte mal, ich werde Ihnen mal ganz kurz hier was geben, so. Nehmen was? Sie das schon mal bitte als Anzahlung, das sind schon mal 1.000 Takis als Anzahlung, so, zack, hast du so viele Takis? Ja, ich habe gut investiert, ich habe gute Geschäfte gemacht, den Rest werde ich Ihnen später vorbeibringen, ja? So, okay. Kaufvertrag können Sie schon mal aufsetzen, bis später, ciao. Ciao. Ey, Leute, die checken hier gar nicht, weil niemand hat so viele Takis. Dadurch, dass es nämlich umgetauscht wurde und hier die neue Währung ist, hat, keine Ahnung, vielleicht jemand mal maximal 1.000 Takis, aber niemand hat 10.000 Takis, bis auf mich natürlich. So, und jetzt würde ich sagen, bevor wir jetzt hier bei Alphastein vorbeifahren und den anflexen, müssen wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz hier unseren Taki-Vorrat einmal ein bisschen aufladen, Freunde. So, oh Gott, der Porsche, ey, der driftet echt ordentlich rum. Das ist ein richtiger Drift-Porsche. Ey, Leute, meine Maschine hat einfach gerade aufgehört zu produzieren. Ich glaube, die Taki
Taki-Vorräte sind leer gegangen, aber ihr seht schon, unser Inventar ist trotzdem, ich würde mal sagen, fast ganz voll. Das reicht ja auch. Bestimmt müssen wir da einmal diese Taki-Flüssigkeit wieder nachfüllen. Aber ist ja okay, Leute. Sollte reichen, um Alphastein den Schmalspur anzuflexen. Und bei dem werden wir jetzt erstmal vorbeifahren, Leute. Oh, Leute, da vorne sehe ich ihn doch schon. Da, Alpha, Schmalspur. Hey, Crimex, du bringst ja mein Auto zurück. Danke, Bro. Nein, das ist nicht dein Auto. Das ist mein Auto. Den habe ich mir gerade selbst gekauft. Ah, die Takis G-Klasse, die steht bei Stani Performance. Entspann dich, kannst du haben. Ich will wieder. Gib mir her. Hey, du, weißt du was, Alphastein? Weil ich dir deine Takis G-Klasse gekauft habe, hier kriegst du ein paar Takis dafür. Ja, das sind 5 Stacks. Sind 5 Stacks Takis. Kannst du gern behalten. So, und ich hatte gar nicht so du, siehst ja noch ein bisschen Schmalspur aus. Guck mal, hier habe ich noch ein paar extra Takis für dich. So, zack. Kein Ding für mich, ja? Das Auto ist dein Auto, oder was? Ja, das meins. Die sind viel zu teuer. Oh, ich habe auch übrigens die Taki-Bank gekauft. Ja, also meine Geschäfte laufen sehr gut. Das geht gar nicht. Doch, die gehört jetzt mir. Habe ich für 10.000 Takis gekauft. Das kann nicht sein, du bist ein Betrüger. Was wie hier? Ja, ich sag mal so. Ich hab, sag ich mal, auch mit deinen Mitteln gespielt, mit denen du gespielt hast. Lass nicht Geld, da kann ich nicht reingehen. Ey, Leute, der dreht so durch. Aber, Freunde, soll er doch den Porsche klauen, kaufen uns halt schnell einen neuen. Ist ja egal. Wir sind nämlich wieder super reich, weil wir unsere eigene Taki-Fabrik gegründet haben, Leute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.